Ich möchte nun einmal zeigen, wie man beschreibbares Karo-Papier produziert. Dazu aktiviere ich einmal hier die Rastereinstellung und zeichne ein Textfeld 1 cm mal 1 cm. Da schreibe ich erstmal Nacht rein und dann kann ich hier in der Seitenleiste auch das Textfeld dann bearbeiten. Zunächst einmal die Linie stelle ich auf eine durchgängige ein. Und dann möchte ich die Farbe auch dann im Dunkelgrau haben. Und dann kann ich hier einmal die Schriftgröße verändern auf 10. Und anschließend gehe ich hier rauf und gehe auf die Textattribute und sorge dafür, dass der Abstand hier, der Innenabstand zum Rand, aufgehoben wird. Dann kann ich nämlich jetzt auch das Textfeld verkleinern. Zunächst einmal sorge ich noch dafür, dass hier mittig geschrieben wird und dann auch zentriert in der anderen Richtung. Und dann kann ich hier einmal das so einstellen auf 0,5 mal 0,5 cm und das dann dementsprechend dann auch duplizieren hier. Mache ich das mal weg, damit ich später schnell reinschreiben kann. Und jetzt dupliziere ich ein paar Mal. Und schreibe hier jetzt mal eine Aufgabe rein. 86 Mal. Dafür füge ich jetzt einmal ein Sonderzeichen ein. Und das finde ich mal gucken, wenn ich hier einfüge, Sonderzeichen, ach, ich muss erst einen Text drin haben, dann füge ich das einmal kurz ein. Hier finde ich den Mitteldot, den füge ich einmal zu den Favoriten hinzu, das ist hier unten, dann kann ich nächstes Mal den schnell einfügen, den habe ich jetzt eingefügt, dann lösche ich einmal die 5 heraus und hier schreibe ich dann sowas hinein und dann kann ich auch hier das Gesamte einmal duplizieren und dann hätte ich wahrscheinlich vorher das machen müssen. Und mehrere Kästchen dann darunter einfügen. Je nachdem, wie lang die Rechnung ist. Und dann kann ich auch noch hier eventuell einen Strich ziehen, den ich dann von der Breite her ein bisschen dicker mache. Zu dick, vielleicht auf 1,0. Und das Gesamte kann ich dann auch wieder bei mir in die Galerie ziehen. Länger drauf drücken, jetzt ändert sich der Fall, jetzt kann ich es reinziehen und dann kann ich das hier auch betiteln als Text Karos. Nach dem Neustart wird dann auch hier der Text erscheinen und so kann ich dann auch meine Aufgaben mit Karo-Papier gestalten. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.